Jo Leute, da bin ich wieder. Ja, im letzten Video. Da haben wir zwei Harris Labor mal auch durchgezogen. Haben wir mal die giftige Gase und giftige Wolken untersucht. Ja, und dann in der Zwischenzeit habe ich auch den Schocker noch erledigt und der ist auch schon weg. Na Gott sei Dank. Und der war auch sehr hartnäckig. Okay, jetzt sind wir in einem von Fischwerft hier. Und die Dämonen weiß was, was suchen hier. Also gut, Leute, viel Spaß beim Anschauen, Leute. Ja. Ja. Welche schaffst du zuerst? Den da oben? Na komm. So. So. Alter. Bezeichnung auf der Verpackung ist verwirrend. Jo. Wir haben Z23 gesehen. Aber irgendwie muss ich da hoch. Ah, geht ja. Warte mal. Der alte Schmugglertunnel verzieht sich nicht von selbst. Kannst du mir helfen? Oh. Geht das? Ich halte Wache. Ich halte. Ah, kann ich ja. Da liegt viel Müll rum. Ja, ein genau. Gut platziertes Netz wäre eine gute Ablenkung. Läuft ziemlich gut bei mir. Du musst nicht an bestimmten rostigen Rohren rumschrauben. Was für ein Tunnel wollen Sie versiegeln? Und wo führt er hin? Ja. Welches schaffst du das der niedrigste überhaupt? Der höchste, der nächsthöchste. Oh. Okay, wenn wir sicher sind, dass die Ausrüstung komplett ist, verkabeln wir den Keller damit. Sollten wir den Keller in die Luft jagen? Will Fisk nicht an. Der Schütze wird bewacht. Okay. Muss sie trennen und ausschalten. Genau. Machen wir. Gehen wir uns auf den Keller. Hat der Boss nicht überall Ausrüstung gelagert? Ja, alle Schaffs wird ausschalten. Erstmal. Oh, verstehe. Kriegskunst. Ein Punkt wählen und drumherum versammeln. So ungefähr. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Wir müssen an alles denken. Okay, wir reden ständig von Ausrüstung. Was bewahrt es hier auf? Da auch, aber ich kann nicht einspinnen. Wie lange besitzt der Boss das Gelände schon? Gut. Ist das so weit hoch? Nein. Das passt. Okay. Und der. Ihr beiden, nicht quatschen. Wir sind zum Arbeiten hier. Ah. Gehen wir langsam. Jetzt. Yes. Jawohl. Zu viele. Einige sind zu alt. Außerdem gefällt's dem Boss so. Verleiht dem Gelände Charakter. Ja, so viel Charakter, dass es dir die Hand wegsprengt, wenn du nicht aufpasst. Oh, was? Die Ausrüstung ist so im Keller viel sicherer. Ja, tatsächlich. Kova 1, bitte kommen. Kova 1, ihr zwei, Überprüfung fertig? Wir arbeiten noch dran. Die Karten sind alt und kompliziert. Die Etikierung ist verwirrend. Sicher. Okay. Du bist auch hier? Jawohl. Einnetzen, das macht Spaß, ey. Wie Insektenfang. Okay, es ist halt nur Menschen. Gefahr? Okay. Hast du den Zündsatz? Ich weiß nicht, Gefahr. Was ich hier habe. Die Hälfte ist in Russisch beschriftet. Können wir nicht einfach den Kram mit dem Keller verkabeln und fertig? Denk ich mal ein bisschen wenn ab. Wir nicht wissen, was Wasser ist, wie... Ist da jemand? Dann zeig dich! Komm! Oh, der ist auch sicher. Recht.
Schnell, schnell, schnell. Yes, hab ich. Okay. Wo ist das andere? Eine Bar. Warum? Okay, wenn man der andere nicht sieht. Wo ist das andere? Ach, da drüben. Sicher. Okay. Bong. Gute Nacht. Nein, hast du nicht. Wo ist denn der andere? Come on. Hey, ich glaube, ich sehe ihn. Nein, hast du nicht. Das war's. Es ist ja so, Zivilisten dürfen nicht einfach Durchsuchungen durchführen. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich eine Befugnis. Also, wie wäre es mit einer völlig legalen Durchsuchung? Ich finde, das klingt gut. Wie heißen Sie? Officer Davis. Nämlich Davis. Jeff. Und du bist? War doch nur Spaß. Mein Sohn ist ein großer Fan. Also, umfasst die Befugnis Aufbrechen von Türen? Nicht ohne viel zusätzlichen Papierkram. Okay, dann muss ich anders da rein. Ja. Irgendwo muss es hier doch ein Loch in der Wand oder ein kaputtes Fenster geben. Sieh hinten nach. Ich würde selbst gehen, aber ich bin nicht Spider-Man. Kein Problem. Ach, da hinten. Und schon sind wir drin. Ich fühle mich wie im Horrorfilm. Hallo? Irgendwelche zornigen Angler mit Haken hier? Okay, wo ist die verschlossene Tür? Da unten. Entschuldigung, Leute, ich hab Schluck auf. Ja. Jeff, sind Sie da? Ich verkneif mir gerade alle Klopp-Klopp-Witze. Nett von dir. Siehst du den Anschlusskasten für die Tür? Ja, gefunden. Bei einer Überlastung müsste die Tür aufgehen. Schlau, aber ich habe nichts, was genug Strom erzeugt. Versuch's damit. Elektroschocker, genial! Die Kondensatoren könnte ich für meine geplante Verbesserung brauchen. Wow. Neues Spielzeug wieder. Aha. Gut. Okay. Oh, mal Herausforderungsmarken. Okay. Ah, das kann ich auch mal. Cool. Stufe 16. Okay. Okay. Nein, das brauche ich auch. Eieieiei. 15. Na gut. Und das hier brauche ich auch Herausforderungsmarken. Alles klar. Cool. Das Elektronetz ist super. Bastler, was? Erinnerst mich an meinen Sohn.
Hat mit 5 den Fernseher auseinandergenommen. Jetzt entsperrt er die Handys von Freunden. Hört sich an, als könnte er mir eine Menge beibringen. Okay. Nichts Illegales zu sehen. Fast enttäuschend, was? Auf den ersten Blick. Sehen wir uns mal um. Suchen wir was Bestimmtes? Die Werft ist schon lange hier. Wurde früher von Schmugglern benutzt. Verstehe. Die Typen mochten ihre Geheimräume. Probier das mal. Hört sich hohl an? Ein verstecktes Bedienfeld, wie bei der anderen Tür. Die Kabel gehen hinten raus. Such einen weiteren Anschlusskasten. Okay. Mal sehen, ob meine Linsen die Leitungen erfassen. Aha. Oben oder unten? Ah, cool. Hat's funktioniert? Nein. War wohl der falsche Kasten. Such weiter. Wo ist der andere? Hä? Ach so. Hätte ich nie alleine aufbekommen. Hey, ich hätte sie ohne sie nie gefunden. Wir haben rein gar nichts. Wo ein Geheimraum ist, könnten auch mehrere sein. Ist dir was am Boden aufgefallen? Aha. Sie können die Türen verstecken, aber nicht die Kratzer. Halte die Augen nach weiteren offen. Okay. Irgendwo habe ich doch gesehen. Ah, gebunden. Da ich jetzt weiß, dass ich Kratzer suchen muss, sollte ich mich nochmal umsehen. Treffer! Kratzer, keine Tür. Zumindest sehe ich keine. Prima, komme sofort. Vielleicht auch nicht. Der Aufzug ist kaputt. Warten Sie, ich ziehe Sie hoch. Erster Stock. Verrostete Maschinenteile, stinkende Ratten. Achtung, die Brücke ist kaputt. Ich schaffe das. Echt? Hey, gute Landung und so. Wir futtern nicht alle Donuts. Schon gut. Noch eine Geheimtür. Ich brech das Schloss auf. Melde dich, wenn du den Anschlusskasten findest. Ja, bin dran. Ja. Ich bin einfach weiter oben, ne? Gefunden! Perfekt! Was kann man so sagen? Hey, sieh dir das an! Nichts. Vielleicht will Fisk mich damit nur an der Nase rumführen. Aber sieh dir die Wände an. Sie haben hier Waffen aufbewahrt. Die haben sie nicht durch die Vordertür rausgeschafft. Wir müssen einen Durchgang verpasst haben. Sieh dir die Wand an. Vielleicht geht's irgendwo zu einem anderen Bereich. Fisks Männer sprachen von einem Keller. Vielleicht sind wir nah dran. Bestimmt. Sieht nach einem dualen Schaltkreis aus. Such den zweiten Anschlusskasten. Schon wieder. Gefunden. Ja, aber ich muss das Ding irgendwie nach oben. Ja. Geschafft. Oh. Sie hatten recht, Chef. Falltür. Fantastisch. Kannst du mir helfen? Das Ding ist schwer. Ja, ich komme. Aber klar doch. 1, 2, 3. Das ist ganz schön gruselig. Vielleicht ein alter Schmugglertunnel. Und seit Al Capone hat hier niemand mehr sauber gemacht. Al Capone. Dicker Betonklumpen im Weg. Ich komme nicht durch. Mal sehen, wie das von oben aussieht.
Nein, nicht da lang. Da lang. Auf Spidey. Hier lässt sich was machen. Moment. Ich sitze fest. Kannst du mir helfen? Was war das? Vielleicht die Subway. Beeilung. Hier ist alles instabil. Okay, das war definitiv keine U-Bahn. Nein. Hörte sich an wie Sprengstoff. Und das klingt nach Dämonen. Raus da! Schnell! Dann, los geht's! Verdammt! Die Dämonen sind weg! Wie konnten sie entkommen? Muss eine Hintertür geben. Such sie. Das ist ein verdammtes Waffenlager. Oder war eins? Da! Sie haben die Schlösser gesprengt! Rein und wieder raus. Die waren schnell. Ja. Die nicht tödlichen Waffen wollten sie nicht. Dagelassen haben sie Blendgranaten, Rauchgranaten. Tja. Was kommt als nächstes? Hier sind leere Kisten. Die anderen haben sie einfach gleich ganz mitgenommen. Na was? Den eingezäunten Raum haben sie nicht aufgebrochen. Zu viel Arbeit. Wenn man nur den Draht über den Waffenständer biegen muss. Okay. Ah. Na toll. Shh, Dämon. Oh jo. Bleiben Sie hier. Oh nein. Wir werden sie nur zu zweit kriegen. Und mit denen. Sie wollen weg. Los jetzt. Schnapp sie! Halt! Stopp die Waffe! Sie sind oh. Da! Nein! Könnt ihr uns haben? Was? In Deckung! In Deckung! Genau das meine ich! Ich mache einfach nur meine Arbeit. Schieße! Deckung! Hey Jeff! Einer ihrer Tricks wäre jetzt echt super! Ich hab ihn! Oh. Nachladen! Jetzt geben sie einfach nur an! Scheiß der Kerl, der Kunden ausweicht. Achtung! Entdeckung! Ich leg ihn lahm! Ich bin ein bisschen beeindruckt. So, weiter. Ziele. Aha. Hinter dir. Gib die Rückendeckung. Danke, kam gerade richtig. Deckung. Hehe. Oh mein. Schon wieder. Komm schon, Jung. Ist halt echt unmöglich. Exaktes Timing. Neutralisier ihn! Au! Nein, nicht doch! Das war nicht fair, Jungs. Das war nicht fair. Ja, gut. Dann eben nochmal. Achtung! Jo. Siehst du? Ich hab auch Freunde! Auto, dass er so viel schon machen kann. Ziele! Sauber! Kurz! Stopp! Ah. Au. Alles okay? Lauf! Ich komm nach! Mach ich! Ah nein, nicht schon mal von Jonas. Verfolgungsjagd. Wenn ich an einem Tag zwei Laster voller Schützen verliere, sollte ich mit dem Job aufhören. Aber wie schnell ist der Laster? Ey.
komm schon. Spider-Man, der Boden in der Wacht. Ich werde aufgehalten. Wie sieht's bei dir aus? Nicht viel besser. Die Typen sind überall. Sie töten jemanden, wenn ich sie nicht aufhalte. Versuche aufzuschließen, aber vielleicht musst du es alleine schaffen. Nehmen Sie kein Risiko ein, Jeff. Keine verrückten Sachen. So weitergeht, werden Schaulustige getötet. Ich muss näher ran. Hey Jungs, Lust auf mehr? Lang nicht gesehen. Hey. Endstation. So macht man das. Dann erst jetzt. Toll. Jetzt fährt die drei plötzlich pünktlich. Was dann? Jeff! Das war mutig von dir. Oh Mann, ey, oh Mann, oh Mann. Der Held des Tages. Beim fraglichen Officer handelt es sich um Jefferson Davis. Uns wurde gesagt, er sei nur leicht verletzt und werde sich schnell vollständig erholen. Verzeihung, Miss, dürfen Sie überhaupt hier sein? Eher als du. Nach der Sache im Auktionshaus muss ich jetzt Aktuelles machen. Das heißt, ich konzentriere mich auf echte Stories wie diese. Und die Dämonen. Du weißt, je näher du ihnen kommst, desto eher wirst du zur Zielscheibe. Je näher ich komme, desto eher können wir sie stoppen. Wir? Wir? Officer Davis, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Kein Kommentar. Das kann ich verstehen. Aber die da werden ihre Story auch ohne sie erzählen. Und sie lieben Kontroversen. Und ihr Blickwinkel? Ich hab keinen. Ich höre nur zu. Okay. Dann rein. Sie ist gut. Ja. Viel zu gut für meinen Geschmack. Und abgeschlossen. Bin ich kaputt. Ich gehe nach Hause und schlafe etwas. Echt jetzt? Nahkampfschaden. Einfertigkeitspunkte. Oh, was? Oh. Echt jetzt? Klar, mit der U-Bahn. Hatte keine Lust mehr zum Schwingen oder was. Oh Mann, ey. Peter. Also, ich mache mich einfach kurz mal Pause, Leute. Ich danke euch fürs Zusehen. Gebt mir doch einen Däumchen hoch, ob es euch gefällt oder nicht. Und wir sehen uns gleich nahe wieder. Also, bis dann. Ciao, ciao, Leute.